Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur und ich bin psychologische Beraterin in Wien. People Pleasing. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine sympathische Eigenschaft aussieht, ist in Wirklichkeit ein Garant dafür, dass sich dein Leben schwer anfühlt. Denn es geht darum, es stets allen recht machen zu wollen. Vielleicht kennst du das ja auch und du achtest auf jedes Wort, das du sagst und schaust, dass es allen rund um dich gut geht. Du machst nicht das, was du willst, damit sich andere gut fühlen. Du gibst mehr darauf, was die anderen über dich denken, als zu machen, was du wirklich willst. Und wenn du aber ständig damit beschäftigt bist, es anderen recht zu machen, dann wirst du recht bald feststellen, dass du nicht das Leben führst, das du dir wirklich wünschst. Dass du deine Träume zurücksteckst, um anderen zu gefallen. Und da kann ich dir gleich mal einen sehr aufschlussreichen Satz mitgeben, den ich vor kurzem wieder gehört habe. Und ich finde ihn so prägnant, weil er tatsächlich noch einmal betont, wie wichtig es ist, für dich loszugehen. Und der Satz lautet: Für niemanden sind deine Träume so wichtig wie für dich. Und so selbstverständlich dieser Satz auch klingen mag, gehen wir ganz oft nicht für unsere Träume los, weil vielleicht jemand meint, und das kann auch durchaus lieb gemeint sein, dass das nicht realistisch ist oder du noch nicht so weit bist. Und schon schieben wir unsere Träume ein Stückchen weiter weg und hoffen, dass wir vielleicht irgendwann einmal so weit sind. Was zurückbleibt, ist eine massive Verunsicherung und Zweifel. Und damit du wieder voller Vertrauen den nächsten Schritt in Richtung deiner Träume setzen kannst, ganz egal, ob deine Träume allen gefallen oder eben nicht, es ist wichtig, dir wieder die Erlaubnis zu geben, gut für dich zu sorgen. Denn wie gesagt, für niemanden sind deine Träume so wichtig wie für dich. Also versuche, nicht allen zu gefallen. Versuche, es nicht allen recht zu machen. Das wird sich nie ausgehen. Sondern nimm dich und deine Bedürfnisse wahr und nimm sie ernst. Denn glaube mir, sonst rückt dein Wunsch auf ein glückliches und erfülltes Leben immer weiter weg. Und sei dir sicher, People-Pleasing hat nichts Nettes oder Sympathisches, sondern es ist wie eine Bremse für deine Persönlichkeitsentwicklung und für das Erreichen deiner Visionen. Woran erkennst du es also, ob auch du ein People-Pleaser bist? Und was kannst du dagegen tun, wenn auch du dein Verhalten ständig an anderen anpasst? Denn genau das passiert, wenn es dir wichtiger ist, allen zu gefallen und es allen recht zu machen und ja auch die Zustimmung oder die Anerkennung anderer gewinnen möchtest. Also, was passiert? Es kann sein, dass du zum Beispiel immer wieder mal Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Dass es dir schwerfällt, klare Grenzen zu setzen. Dass du Konflikte lieber vermeidest und dich gern auch einmal für andere aufopferst. Zudem kann es dir auch schwerfallen, deine eigene Meinung zu äußern, damit du eben nicht aneckst oder damit du nicht jemand anderen vor den Kopf stoßt oder auch damit du nicht dafür bewertet wirst, was du denkst. Und im schlimmsten Fall hast du die Sorge, wenn du das sagst, was du wirklich meinst, ausgeschlossen zu werden. Und hier sind wir auch schon bei den Gründen, warum viele Menschen zu People-Pleasing neigen. Ein Grund ist zum Beispiel unsere Prägung aus unseren früheren Erfahrungen und Beziehungen. Vielleicht hast du gelernt, dass es wichtig ist, es anderen recht zu machen, um Liebe und Aufmerksamkeit zu erhalten. Also wenn du dies oder jenes getan hast, hast du vielleicht von deinen Eltern oder einer anderen wichtigen Bezugsperson Anerkennung bekommen. Und aus diesen Erfahrungen resultieren dann tief verwurzelte Überzeugungen wie: Ich muss immer nett sein oder Konflikte sind schlecht, ich darf keine Enttäuschung sein, ich muss immer Leistung abliefern
Oder vielleicht auch, es ist egoistisch, an mich selbst zu denken. Und all diese Überzeugungen führen dazu, dass du dich anpasst und dass du deine eigenen Bedürfnisse zurücksteckst. Ein durchaus auch spannender Ansatz ist es, dass wir oftmals ja nur annehmen, dass unser Gegenüber eine bestimmte Erwartung in uns hat und wir uns, obwohl der andere das gar nicht verlangen oder erwarten würde, uns anders verhalten, als wir das wirklich wollen. Und das ist natürlich ein ganz fataler Grund, weil dann tut man niemandem etwas Gutes. Ein weiterer Grund, warum People-Pleaser lieber anderen es recht machen und ihnen recht geben, ist, wie schon vorhin erwähnt, die Angst davor, abgelehnt oder bewertet zu werden. Und wenn wir Ablehnung und Bewertung erfahren, mischt sich dann auch die Angst dazu, ausgeschlossen zu werden. Und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbindung zu anderen ist eines unserer tiefsten Grundbedürfnisse. Also wir werden alles daran setzen, in einer guten Verbindung zu bleiben, auch wenn das bedeutet, auf unsere Kosten darauf zu verzichten, das zu tun, was uns wirklich erfüllt und was uns wirklich freut. Und dann vernachlässigen wir aber ein anderes Grundbedürfnis, das wir auch alle haben. Das Bedürfnis nach Autonomie, nach der Freiheit, selbstbestimmt zu handeln und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn unsere Grundbedürfnisse nicht ausgewogen erfüllt sind, also Bindung und Autonomie in Balance sind, dann sind Frust und Enttäuschung vorprogrammiert. Also wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt und du das gerne ändern möchtest, du wieder für dich losgehen möchtest, du dich wieder ausdrücken möchtest, du wieder sagen möchtest, was du dir wirklich denkst, dann ist es an der Zeit herauszufinden, was du wirklich möchtest und welche Bedürfnisse du hast und wie du lernen kannst und dir vor allem auch erlaubst, danach zu handeln. Und meist gelingt es uns zu verändern, wenn wir verstehen, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und da ist es hilfreich, dich auch professionell begleiten zu lassen. Denn was auf den ersten Blick vielleicht nach einer ganz sympathischen Eigenschaft aussieht, bedeutet, dein wahres Ich zu verleugnen. Und wenn wir das verleugnen, dann steht das in starkem Widerspruch zu einem zufriedenen und erfüllten Leben, das wir uns alle so wünschen. Und mir ist auch wichtig hier zu sagen, dass im eigenen Sinne zu handeln nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern vielmehr mit Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und du brauchst dafür nicht zwangsläufig deine Ellbogen auszufahren. Es geht vielmehr darum, dass du herausfindest, was dich glücklich macht, dass du lernst, klare Grenzen zu setzen und dass du dich traust, wieder deine Wahrheit zu sprechen. Dass du deinen Selbstwert stärkst, dass du beginnst, dir bewusst zu werden, welche Fähigkeiten du hast. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du dir einmal aufschreibst, was du alles gerne und gut machst. Und das müssen nicht die großen Dinge sein. Schreib so viel auf wie möglich und lies es dir immer wieder durch. Und wenn du schon beim Schreiben bist, schreib dir auch auf, was du dir wünschen würdest, welche Bedürfnisse du hast. Was würdest du tun, wenn du ganz frei wärst und keine Angst vor Bewertung hättest oder keine Angst hättest, jemand anderen durch deine Meinung zu verletzen? Eine wunderbare Übung, die du gleich dazu machen kannst, ist es, mal zu üben, Nein zu sagen, wenn es wirklich etwas ist, das du nicht tun möchtest. Auch hier starte mit kleinen Sachen, wie einmal ein Telefonat nicht anzunehmen, wenn du gerade nicht telefonieren möchtest. Und wenn du jetzt merkst, dass schon alleine der Gedanke, einfach das zu tun, was dich freut oder was dir entspricht, dir bereits den Angstschweiß auf die Stirn bringt oder du in einem Gedankenkarussell festsitzt, dann hol dir Unterstützung. Vieles können wir alleine machen, aber tiefe Prägungen und festgefahrene Glaubenssätze können ganz schön tricky sein und schwer sein, alleine aufzulösen. Also hab den Mut, für dich loszugehen, hab den Mut, dir Unterstützung zu holen und glaube daran, dass wenn du wieder für dich losgehst,
du deinem erfüllten und glücklichen Leben ganz bestimmt ein großes Stück näher kommst. Und wenn du jetzt sagst, das möchte ich möchte auch das Leben führen, das mir gefällt, anstatt es allen recht zu machen, du dein Selbstvertrauen stärken willst, dann melde dich sehr gerne auch bei mir. Ich begleite dich sehr gerne auf deinen ersten Schritten hin zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge, aber auch auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Du kannst mir auch deinen Daumen hoch auf YouTube schenken und am besten abonnierst du diesen Podcast und dann verpasst du keine neue Folge. Viele Inspirationen für ein glückliches und zufriedenes Leben findest du auch auf meinem Instagram-Kanal @margrethanunkurcoaching und natürlich auf meiner Website. Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrethe.